Oh, wie nervig. In dem Tempo hätte ich das auch nicht durchgehalten. Ja, früher Schluss gemacht hier. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß bei Sea of Thieves. Müssen wir theoretisch auch mal machen. Sniper! Scharfschützengewehr, sehr cool. Das... Ich drücke immer die falschen Knöpfe. Das muss ich mir aber jetzt hier auf... Auf Ding... Das muss ich mir jetzt hier platzieren. Wie macht man das noch so? Genau, ich möchte das aber dahin machen und das dahin ist besser. So eine nehme ich jetzt noch. Was? Ja, da kann ich jetzt in die... Ah, komm, wir gehen in die Spiegelwelt erstmal. Erstmal chillen. Gott, oh Gott, ey. Wie lange werde ich hier noch gebraucht? Bis wir fertig sind, Fräulein. Schlüssel, glaube ich, habe ich nicht. Ja, es geht gleich ins Visier. Muss man sich auch dran gewöhnen, ob man das mag oder nicht. So, wie sieht es aus mit dem Gel? 1700 ist eigentlich, lohnt sich eigentlich nicht dahin zu setzen für. Aber ich will mal bei... Und alles nicht. Außer Kapazität. Kapazität und Schaden finde ich gut und kritisch. Feuerrate ist so ein Ding, was man nicht unbedingt braucht. Es sei denn, man kann sich das leisten. Ne? Das ist, ja. Alles eine Frage der Technik. Der Technik. So. Ich glaube, die will sowieso nichts von mir. Dann gehen wir zurück. So. Hier haben wir auch wieder so ein Hordendingen. Vorsichtig. Das könnte voll mit denen sein. Ist es auch. Guck mal, schon wieder habe ich mich verdrückt. Ja, der hat mich ja schon gesehen. Joseph, kannst du mal was machen und dich nicht immer verstecken? Ja, komm her. Du sollst hierher kommen. Oh, der Dicke kommt, der will mich. Natürlich, es passiert nichts. Ist doch logisch. So, Joseph, hier. Ich habe dir welche mitgebracht. Vorsichtig. Das toll, jetzt ist der Spiegel sein. Auch kaputt. Vorsichtig, das kann voll mit denen sein. Vorsichtig. Das Dumme ist... Joseph kann hier auch sterben. Stimmt, ich kann Stealth-Kill machen. Warte mal. Der dreht sich jetzt um. Ja, natürlich. Was passiert hier eigentlich? Nichts. Ich bin getroffen. Ich brauche Hilfe. Ja, Joseph, dann mach doch was, Alter. Kann ich dich nicht da runter kicken? Echt jetzt, Joseph? Lass mich nicht hier so verrecken. Also, da hier, das sind so Teile, wo ich echt denke, so Spiel nervt. Das ist Gott sei Dank alles in Teil 2 besser gelöst. Auch ein Grund, warum ich nicht Resident Evil 5 alleine spielen will. Weil da kann diese KI, die Helfer-KI, genauso sterben. Das ist nicht ganz gut durchdacht. Das ist in Resident Evil 6 wieder besser. Ja, ja, genau, der hat so eine riesen Axt-Kuh. Überleg doch mal, was ich mit der kleinen Axt gemacht habe. Weißt du, da werden die so weggegrützt. Und was macht er? Lass mich nicht hier so verrecken. Vorsichtig.
Das könnte voll mit denen sein. Ah, komm, erzähl mir nichts. So. Zeig dir, wie das geht. Dann trigger ich noch nicht die Dicken da. Ja, zack. Was? So liebe ich das doch. Wo ist er denn? Hier war doch ein Geräusch. Ja. Das sind zwei. Oh Gott. Zum Glück ging der die Treppe hoch. Gehen wir mal hinterher. Stealthy-mäßig. Echt jetzt? Ja, natürlich. Komm. Verpiss dich. Idiot. Ach, Joseph ist das. Oh. Tschüss, du Penner. Gib mir deine Axt hier, Joseph. So geht das. Hast gesehen? Meine Axt ist definitiv kleiner. Da soll mir noch mal einer erzählen, auf die Größe kommt das an, ey. Pff. Das ist alles eine Sache des Nutzens. Ja? So, genug. Ja, Joseph, ich komm. Du wirst schon wieder verspeist, ich merke das schon. Siehst du? Siehst du, mit der kleinen Axt habe ich zwei fertig gemacht. Depp. Bist du? Hier. Yeah. Hast ein bisschen Lebensenergie. Wie, du verschwendest die. Aber solche Leute hat doch jeder, oder? So ein Typ, der einfach meint, er ist der Beste. Ich möchte eigentlich, dass die hochgeht. Ich möchte die eigentlich nicht entschärfen. Das mache ich auch nicht. Ich weiß, das fliegt mir nur wieder durch die Ohren. So, jetzt können wir eventuell mal ein bisschen snipern. Was haltet ihr davon? Mitten ins Herz. Obwohl... Mitten im Kopf ist klüger, aber der hat eine Maske auf. Da haben wir das leidige Thema. Auch hier ist die Maske ein leidiger Begleiter. Geh in Deckung. Sie schießen von oben. Oh ja. Wir müssen sie alle ausschalten, bevor wir reinkommen. Au! Was zur Hölle? Ja, dann sollen sie aufmachen, die Luke. Guck mal, da kommt der Fanclub. Kommt alle mal hier lang. Joseph, du weißt, was du zu tun hast, ne? Genau, so geht das. Nochmal, ja, sehr schön. Ich bin stolz auf dich. Du machst Fortschritte, mein Freund. Habe ich eigentlich noch eine Granate? Ja, tatsächlich. Zwei sogar noch. Na komm. Wenn nicht. Mit deinen dicken Armen meinst du, kannst dich schützen? So, den flame ich aber an. Das ist... Oh, ich hab nichts zum Flame.
da ist der Typ. Komm her. Batz. Daneben. Und. Okay, jetzt hab ich mal da. Ja, natürlich. Was für eine Reichweite hast du denn, Kerl? Joseph, du machst das mal kurz, ne? Natürlich, ich bin. Mir geht's richtig gut. Ich fühle mich kerngesund. Ja. Sag das mal nicht, dass der zuhauen kann. Der hat das nicht so mit zuhauen. Hier kriegst du noch ein bisschen Lebensenergie, dann kannst du noch ein bisschen Action leisten. Bitte Blitze bolzen. Hier wäre ja auch noch ein bisschen Munition. Guck dir das an, die Viecher kommen am laufenden Band. Wo will er denn hin? Hau ihn! Wo ist der hin, der Typ? Da liegt er. Kann ich da nicht einfach auch raufschießen? Nee, natürlich kriege ich das nicht. Du haust ihn doch. Nein, du gehst an ihm vorbei. Ist ja auch kein Gegner. Nein. Schön mit der Axt durchs Gesicht gezogen. Da konnte ich mal meine Beine unter die Hand nehmen. Was ist denn da gerade passiert? Sag nicht der Typ mit dem... Da oben. Ja, ja, geh weg. Ich muss mich in Deckung bringen. So. Mach auf da. Wir müssen sie alle ausschalten, bevor wir rein können. Nee, das stimmt. Da sagst du, es sah nicht gesund aus. Absolut nicht. Komm mal auf den Laden jetzt. Jetzt können wir durch, ohne aufgespießt zu werden. Wir haben keine Chance, ohne die übrigen Geschütze auszuschalten. Ja, machen wir so. Er hat das im Griff. So, kommt nur. Kommt nur, kommt nur. Eröffnet sei das Barbecue. Joseph, alles gut? Und abwärts. Abwärts, habe ich gesagt. Danke, Joseph, danke. So liebe ich das. Das ist doch eine Kombo hier. Nee, heilen tue ich mich später. Noch geht's mir eigentlich okay. Mal, da hinten ist noch einer. Das ist der mit seinem komischen Bolzengewehr. Hehehe. Schön den Arsch. Danke, Joseph, dass du auch mal was machst. Ich bin stolz auf dich. Jetzt du, Joseph. Habe ich dir wieder zu viel zugemutet. Hinter dir, ne? Ich weiß Bescheid, ne? Du kriegst ein bisschen Lebensenergie. Sehr gut. Hier ist noch mehr. Und mit dem halben Kopf tut sich das schwer. Ich drehe viel Grütze. Ich weiß jetzt auch nicht, was mich jetzt weggewämst hat da gerade eben, ne?
Ja, dann wir mal hier hoch. Oben ist noch Munition, die will ich noch einsammeln. Aber das ist ein bisschen, das finde ich okay. Das ist entspannt, hier so ein paar wegklatschen. Und wenn wir noch die... Wo ist hier so ein Dicker hinterm her? Da hat er ja Schwierigkeiten mit. Ups. Habe ich wohl dem Deppen mal in den Po geschossen. Mach was, Joseph. Oh, cool. Das ist praktisch. Ich kann bloß nicht flamen. Warte. Nein. Joseph. Mach doch was. Junge. Wo bin ich denn? Alter. Was ist da los? Oh, nochmal hier. Hast du es, Joseph? Hast du es? Hier lag doch eine Fackel da. Genau, die wollte ich haben. Werfen kann ich die nicht, ne? Ja. Warte mal. Hier müsste gleich die nächste Tür aufgehen. Sehr gut. Ups. Ups. Shit. Aber ich hab mich, ich war Feuer und Flamme. Och Mann, ey. Machen wir die ganze Scheiße nochmal. Wir müssen sie alle ausschalten, bevor wir rein können. Jetzt können wir durch, ohne aufgespießt zu werden. Wir haben keine Chance, ohne die übrigen Geschütze auszuschalten. Ich hätte jetzt geschimpft, wenn die da trotzdem durchgegangen wären. Das hat mich eben schon irritiert. Das möglich. Komm, schlag ihn. Sehr gut, sehr gut. Joseph. Guter Mann. Noch. Feuer und Flamme Staffel 4, ja. So eine Art. Ja, das ist irgendwie auch ein bisschen doof. Das ist ein bisschen schwammy bei dem Game halt. Oh, guck mal, da ist so eine riesen Flasche Gel, ey. Ja, die hole ich mir jetzt. Muss doch wieder hoch. Ah, sehr guter Mann. Warte mal, habe ich nicht auch einen schönen Bolzen, den ich verwenden kann? Schön aufgespießt. So, Typ. Guck nochmal. Ein Glück. So, ich mach's einfach mal. Nö. Bist du okay? Nö. Joseph, du bist... Mach! Sehr gut. Ich sollte mich jetzt erstmal heilen. Ja. Super. Oh. Guck mal. Ah. Einzelteile. Er hat sich auf den Boden geschmissen. Das finde ich gut. Oh. Ach, komm schon. Wie? Nicht getroffen? Na komm.
Ja, Joseph, du machst das schon, ne? Der Typ, ey. Also ich habe auch schon mal eine Axt in der Hand gehabt, aber ich habe mich nicht so doof angestellt. Jetzt muss ich auch noch nachladen. Das ist ja echt, das ist echt, ja. Er hat da auf mich geschossen. Das war ich, mein Freund. Bist du denn? Typ, da ist er. Okay. Und nee, lieber die Axt. Noch ein paar Feu. Haben wir hier? Oh! Da stehen sie oben. Kann ich sie verwenden? Die Tür. Mann. Kein Problem. Ich helfe dir. Ja, kein Arsch, ne? Ist hier war nämlich keine Bombe. Das war dieser komische Typ mit seinem scheiß, seiner scheiß kleinen Armbrust. Jetzt ist der Spiegel auch kaputt gegangen, endlich mal. So, Waffencheck. Warte mal, lag da nicht noch die Spritze? Oder habe ich die schon eingesammelt? Ja, die habe ich schon eingesammelt. Irgendwo lag doch hier eine. Bevor ich jetzt die Türen da aufmache. Aber seht ihr, ich habe die Cutscene habe ich abgebrochen und das hat geholfen, dass die Tür nicht aufgegangen ist. So sind die ganzen Dicken hier nicht gekommen. Ne, hier lag keine Spritze mehr. War wahrscheinlich eben, wo ich gestorben bin. So, darf ich jetzt? Was passiert jetzt? Oh. Vielen Dank. Und das ist eine Falle hier, oder was? Nö, das ist keine Falle. Kriege ich die ganzen Goodies. Finde ich okay. Wie sieht das eigentlich mit Heilung aus? Maximal habe ich noch den hier, falls hart auf hart kommt. Und die darf ich jetzt dafür nicht mehr aufmachen. Ich muss noch einen Turm abschießen. Nicht? Okay. Damit kann ich arbeiten. Problemlos zum Turm kommen. Super. Och, der Typ. Jetzt sollten wir ganz problemlos, ne? Ja, genau. Mal wieder haben. Schlecht.
Alter, Mr. Sense hier, Kettensägen-Man, ist, ja, danke. Ja, die Treppe. Das war. Sag mal, was ist denn hier? Was ist denn hier los? Ja, das war. Diese Treppe, ne? Das ist echt super. Obwohl, gut, das Gerüst ist doch echt stabil. Das steht hier nur auf so einem abgebrochenen. Ja, doch. Das Wertarbeit drinne. Muss ich den dann noch runterschießen? Nee, muss ich nicht. Dann rüste ich gleich mal hier die richtigen Sachen aus. Vor allen Dingen ist das dämlich, dass mich das auch wegschleudert. Weil denen das ja auch überhaupt nicht juckt. Ach komm. Jo. Nochmal durch den Hals. Damit wir alles gesehen haben. Ich mache das ja auch nur, damit man die Todesarten sieht. Da haben sich die Entwickler immer ganz viel Mühe beigegeben. Ja, ein ganz blöder Kampf. Ein ganz beschissen blöder Kampf. Vor allen Dingen auf diesem engen Territorium. Ich stecke ihn gleich erstmal in Flammen an. Oh, guck mal, jetzt darf ich plötzlich auf einmal, ja? So, Typ, komm her. Das finde ich unfair, dass du da so einen Bogen drum machst. Nee. Das wird so nichts. Das gefällt mir denn doch schon besser. Was ist das für ein Monster? Was überhaupt? Vorsichtig. Das könnte voll mit denen sein. Mit was? Mit was? Mit was könnte das voll sein? Definiere voll mit denen. Von den Kettensägentypen? Du hättest ja auch was machen können. Irgendwas. Na gut. Lass diese zwei Kugeln da liegen. Wie kommt er denn da schon rein? Alles klar. Der Aufzug steckt oben fest. Suchen wir einen anderen Weg nach oben. Ich würde auch nicht den Aufzug nehmen, mein Freund. Wenn hier eine Treppe ist. Ja. Muss man machen. Finde ich auch irgendwie blöd. Dass man den nicht wegschieben kann. Da passe ich nicht durch. Jupp. Oh, neues Tagebuch. Tagebuch von Sebastian Castellanos. 17. Mai 2006.
Warte mal. So. So macht das Sinn für alle, die das lesen wollen, mögen tun. Ja, dann besuchen wir die gute Krankenschwester mal. Zu früh A losgelassen. Sorry about that. Ich glaube, das ist eins mit der kryptischen Spiele. Ich denke auch, dass man, wenn wir das durchhaben, dass ich nicht schlauer geworden bin. Also ich weiß tatsächlich auch nicht mehr, was jetzt Wirklichkeit ist und was Fiktion. Aber das lohnt sich tatsächlich. So. Fitness. Und zwar Spritzenwirkung wäre halt ultra mega krass. Aber von 42 auf 48, das sind so... Also ganz ehrlich, die Dinger sind echt schweineteuer. Wenn man mal guckt, wir brauchen 6000 Schlotze. Gehirnschlotze. Für eine Verbesserung von nur 30%. Hier sind es halt nur ein... Das ist das... 15.000 für 6 plus. Also... Pff. Also wer da die Preise gemacht hat, stehe ich nicht. Sprintausdauer wäre natürlich auch praktisch. Auch von 9.000 für 2,0 Sekunden. Ja, definitiv. Definitiv. Das ist... Reserven. Ja, komm, machen wir mal Reserven. Streichhölzer, um Gottes Willen, natürlich. Wichtiges Utensil. Ah, Mann, ey. Sag nicht, dass ich mich erkältet habe. Das wäre schlecht. Obwohl, ich war schon ewig nicht mehr krank. Das wäre auch mal erholsam. So, hast du noch was zu sagen, Lady? Denn nicht. Geh ich wieder. Tschüss. Ich glaube, bei dem zweiten Teil müsste das angenehmer sein von den Preisen her. Das ist dann nicht mehr so ausgewuchert. Ne, aber wenn man mal überlegt, was wir an Ressourcen hier haben, das ist ja im Grunde genommen, okay, der Qualbolzen ist auch eigentlich nicht mehr so wichtig. Ne, das ist eigentlich ist es nichts. Ach ja, stimmt, ich könnte mir Bolzen herstellen, ja, hier. Was nehme ich denn? Ich könnte ja ein paar Sprengbolzen gebrauchen. Die sind eigentlich auch immer ganz gut. Ja. So, gehen wir in den Fahrstuhl rein. Das geht, glaube ich, absolut gar nicht. Dafür brauchst du mehrere Spieldurchläufe. Und glaube mir, wenn du wirklich dabei bleibst bis zum Ende, dann wirst du merken, dass dir das anschauen, selbst wenn dich das interessiert, wenn du jetzt sagst, okay, ist nicht so schlimm, würde ich halt gerne selber spielen, nach dem Playthrough, den du hier gesehen hast, sagst du nö. Denkst du, Kidman geht's gut? Mir gefällt nicht, dass sie als Köder benutzt haben. Als würde jemand mit uns spielen. Halt durch. Ist nicht mehr weit. Was denn jetzt schon wieder? Guck mal, wie ihr euch anguckt. Batz und weg. Ich glaube, das geht sogar. Du kannst deinen Partner hier abschießen. Also ich meine, als Zombie-Fraß, ich würde ihn nicht abschießen, weil, ne, du musst immer schneller sein als der Langsamste aus deinem Team, aber das Spiel.
Tja. Das sind nur zwei. Die schaffen wir. Nein, das ist keine... Idiot. Joseph! Und das Blöde ist, das müssen wir jetzt verhindern. Der kann wirklich geköpft werden, sonst. Wollen wir uns das mal angucken? Nur weil er doof ist? Dass der nicht die Kraft hat, den so zu ziehen, ne? Und wieder muss ich ihn retten. Alles klar? Also ebenso mutig und... Gut, keine Sorge. Das sind zwei, die mache ich fertig. Unterschätze nie deinen Gegner. Schon mal das gehört. Willst du mir erzählen, dass das nicht da gleich vom Stein rutscht, oder? Das ist das... Du hättest sie einfach lassen sollen. Was zur Hölle? Es ist nur eine Frage der Zeit. Brauche diese Kugel. Es ist besser so. Was soll der Scheiß?